Riesenglück für Autofahrer unmittelbar am Brenner. Hunderte Bäume liegen am Hang, umgeknickt, entwurzelt, tot. Menschen kommen hier nicht zu Schaden. Sturmböen haben hier in Tirol mit mehr als 160 km/h zugeschlagen. Vor allem hier ist der Schaden immens. Direkt neben der beliebten Urlauberverbindung in den Süden liegen die Bäume am Berg. Glücklicherweise ist kein Baum auf die Fahrbahn gestürzt oder hat die Stelzenautobahn beschädigt. Lediglich eine Baumspitze ragt in die Standspur hinein. Eine Drohne überfliegt das Schadensgebiet, macht die Schwere der Waldschäden deutlich. Die Bahnstrecke über den Brenner muss zeitweise gesperrt werden, ist später dann eingleisig befahrbar. Das Unwetter mit den Orkanböen sorgt für lokale Stromausfälle, hält 500 Feuerwehrleute in Atem. Hier, unmittelbar am Brenner, schlägt es gnadenlos zu und zerstört diesen Waldabschnitt.